Herzliche Grüße aus dem Verkehrsmuseum Dresden, besser gesagt vor dem Verkehrsmuseum Dresden aus dem Stallhof. Ich nehme euch heute nämlich mit zu einer ganz besonderen Arbeit von Museumsmitarbeitern, nämlich die Abholung einer Sammlung. Dazu führt uns unser Weg nach Görlitz. Dort erwartet uns nämlich eine Sammlung von einem Herrn, der über mehrere Jahre zur Eisenbahngeschichte gesammelt hat. Insbesondere zum Waggonbau Görlitz. Diese Sammlung ist von unschätzbarem Wert. Ja, wir werden mal sehen, was uns dort erwartet. So, ich bin jetzt hier angekommen in Görlitz und werde jetzt gleich zu dem Herrn fahren, die Sammlung abholen. Insgesamt sollen mich 30 Umzugskartons erwarten mit Zeichnungen von Wagen, Fotos, Glasplatten, Fotoalben. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Sammlung jetzt abgeholt und es sind etwas mehr als 30 Kartons geworden, aber ich habe beim Einräumen schon gesehen, es sind Fotografien dabei, Glasplatten dabei, Werksverzeichnisse, Publikationen, Dias, also es ist von allem etwas dabei rund um das Thema Eisenbahn, vor allen Dingen Waggonbau Görlitz. Und ja, meine Aufgabe ist es jetzt, diese große Sammlung zurück ins Museum zu bringen, wo wir sie dann natürlich nochmal ganz genau uns anschauen werden. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die Kisten auseinanderzunehmen und den Inhalt in einzelnen Sammlungen zuzuordnen. Also zum Beispiel die Fotografien kommen in die Fotosammlung, die Bücher kommen in die Bibliothek, die Zeichnungen kommen in die Zeichensammlung. Wir haben also hier zum Beispiel ein Fotoalbum mit Innenaufnahmen von Zügen. Wir haben hier ein Werksverzeichnis, Sonderbriefmarken, Fotografien, also positive, negative aus den 1990er Jahren bis 2000er, aber auch Glasplatten, ein Holzbauset, Publikationen, aber auch noch CDs bzw. Disketten. Dafür haben wir spezielle Geräte, wo wir auch den Inhalt der Diskette noch einlesen können. Das als kleine Auswahl, was sich alles in der Sammlung befunden hat.